Leute, mein heutiges Video ist meine Abendroutine am Wochenende, beziehungsweise wenn ich mal so richtig entspannen möchte. Das Ganze habe ich übrigens gedreht, als ich letztens in Berlin war, deswegen ist die Location etwas anders als sonst und bleibt auch gerne bis zum Ende dran, denn es gibt was Cooles zu gewinnen. Bevor ich es mir am Abend drinnen gemütlich mache, gehe ich vorher meistens nochmal raus und höre ein bisschen Musik zum Entspannen. Dabei schalte ich mein Handy auch immer in den Flugmodus, denn dann kann mich niemand stören. Und ich kann einfach so ein bisschen nachdenken und ganz in Ruhe durch die Stadt laufen. Das Video habe ich ja in Berlin gedreht. Und ja, ich finde Berlin einfach so eine tolle Stadt. Und es gibt an jeder Ecke irgendwas zu sehen und zu entdecken. Und da kann man einfach richtig gut den Kopf frei bekommen. Aber irgendwann wird mir dann draußen auch zu kalt und dann lege ich erstmal meine ganzen Sachen ab und gehe direkt ins Badezimmer. Da schminke ich mich dann erstmal ab, weil ich finde es immer ganz angenehm, wenn meine Haut ein bisschen atmen kann. Und da ich ja momentan auch eine Wimpernverlängerung habe, muss ich dafür übrigens extra Abschminkprodukte verwenden, damit sich meine Wimpern nicht lösen. Und dann mache ich es mir so richtig gemütlich im Badezimmer. Das heißt, ich zünde eine Kerze an und ich habe mir dann bei DM so ein Wintermärchen-Badezusatz von TT Sepp gekauft, trage dann noch eine Haarkur auf meine Haare auf und am liebsten benutze ich dann auch so winterliches Duschgel. Und eine Zeitschrift darf natürlich auch nicht fehlen. Hier habe ich jetzt die Teen Vogue gelesen. So sieht übrigens der Badezusatz aus, wenn ihr den in die Badewanne gebt. Und der riecht auch total gut und der glitzert sogar. Nach meinem Bad ziehe ich mir natürlich erstmal bequeme Sachen an und hier habe ich jetzt meinen Die Fashion Pyjama, den liebe ich wirklich über alles und den habe ich dann noch mit einem Cardigan kombiniert und dann wird erstmal Essen gemacht, denn ich liebe es auch so richtig ausgiebig zu kochen, wenn ich dann mal am Wochenende ein bisschen Zeit habe und hier habe ich einfach mit ganz vielen gesunden Zutaten so einen Auflauf gekocht. Ihr findet auch nochmal alle Informationen zu dem Rezept in der Infobox. Ihr braucht hauptsächlich ganz viel Gemüse, Quinoa und dann auch ein bisschen Mozzarella. Ich habe das Gemüse dann erstmal in der Pfanne angebraten. Den Brokkoli habe ich dann auch garen lassen, abgeschüttet und auch zu dem restlichen Gemüse hinzugegeben. Außerdem habe ich dann auch aus Schlagsahne und ein bisschen Pfeffer, Salz und Curry mir eine Soße gemacht. Das geht wirklich super leicht. Ihr könnt auch noch ein bisschen Gemüsebrühe hinzufügen und das schmeckt dann total leicht und lecker. Außerdem habe ich auch noch in Gemüsebrühe ein bisschen Quinoa aufgekocht und den zu den ganzen Zutaten auch noch dazu gerührt. Und schon könnt ihr das Ganze in eine Auflaufform geben, ein bisschen Mozzarella darüber streuen, beziehungsweise habe ich so kleine Mozzarella-Kügelchen genommen und dann gebt ihr das Ganze einfach in den Ofen. Und es dauert noch nicht mal 20 Minuten, ist wirklich sehr gesund und auch echt lecker. Ich habe dann auch noch so ein paar Mangostückchen dazugelegt, dann hat man noch so ein bisschen was Süßes an der Seite und es ist echt ein perfektes Abendessen. Um ein bisschen runterzukommen, schreibe ich mir auch gerne eine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Dann kann ich nämlich den nächsten Tag auch so ein bisschen entspannter beginnen. Und ja, das lässt mich irgendwie ganz gut zur Ruhe kommen. Außerdem trinke ich auch gerne noch eine Tasse Tee. Ich finde das auch sehr beruhigend. Am liebsten mag ich diesen Caramel Apple Pie Tee von Teekanne. Und dann setze ich mich einfach mit meiner Tasse Tee aufs Sofa und mache es mir da so richtig gemütlich. Und versuche einfach mal einen Abend ohne Smartphone und Laptop ein bisschen zu verbringen. Und dann schaue ich so richtig gerne Serien, so wie zum Beispiel Pretty Little Liars. Da habe ich auch alle Bücher zugelesen und bin total begeistert von der Serie. Und der Fernsehsender TNT Glitz war so nett und hat mir schon ein paar Folgen der 6. Staffel zugesendet. Die könnt ihr übrigens ab dem 12. Januar immer um 21 Uhr auf TNT Glitz schauen. Und ich muss echt eins sagen, schon die erste Folge der 6. Staffel ist super spannend. Und bleibt auch gerne bis zum Ende dran, denn da verlose ich auch ein paar DVDs von Pretty Little Liars. Aber irgendwann nimmt dann auch mein Abend vor dem Fernseher ein Ende. Dann gehe ich nochmal ins Badezimmer, putze mir die Zähne und creme mein Gesicht ein, damit es wirklich über Nacht auch gut mit Feuchtigkeit versorgt ist.
Und dann gehe ich auch schon ins Schlafzimmer und da hole ich dann doch nochmal kurz mein Smartphone raus, einfach um zu sehen, ob mir jemand geschrieben hat. Und natürlich stelle ich mir auch direkt noch einen Wecker für den nächsten Tag. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr immer euer Smartphone als Wecker benutzt oder ob ihr noch so einen richtigen Oldschool-Wecker habt. Und natürlich bin ich auch noch auf Instagram und Snapchat unterwegs, aber dann lege ich auch wirklich mein Handy weg und gehe schlafen. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann kommen wir auch direkt mal zur Verlosung, denn ihr könnt insgesamt 5 DVD-Boxen von Pretty Little Liars gewinnen. Denn die Serie startet auch ab dem 12. Januar auf TNT Glitz. Da geht die 6. Staffel weiter in der deutschen Premiere. Und ich werde das Ganze auch live mit twittern, wenn es dann im TV kommt. Also könnt ihr mir auch gerne auf Twitter folgen und dann können wir gemeinsam die Serie schauen. Ansonsten schaut auf jeden Fall auch nochmal in die Infobox. Da stehen nämlich alle Teilnahmebedingungen für die Verlosung. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss!